So kommt es mir zumindest vor. Ja, ein gerades Kristallschwert. Hier waren wir definitiv noch nicht. Wenn Loot mitten auf dem Weg liegt, waren wir da noch nicht. Das heißt, wir wollen jetzt auf die andere Seite. Wir wollen weiter nach oben und gucken, was da ist. Und lass uns währenddessen den Rücken schießen. Das ist okay. Heilen uns zwischendurch mal an der Ecke. Wo wir super angeschossen werden können. Da hinten leuchtet es irgendwie ganz schön hell. Da sollten wir vielleicht auch mal hingucken. Also ja, definitiv schön viele neue Ab... Da, hier geht es gar nicht lang. Wie kommen wir da drüben hin? Wahrscheinlich nur über die andere Kirche, ha? Ja, da unten ist ein Hebel. Damit können wir das Ding drehen und damit kommen wir auf die andere Seite. Okay. Also, böser Kirchenzwilling. Lass mich den Schalter drehen. Runter, 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 runter. Die stehen sogar auf dem Ding drauf. Kaput. Oh, oh. Nee. Panikmodus. Trink. Roll dich. Noch vier Aufladungen. Das ist nicht so schön. Weg. Loot. Noch ein Kristallschwert, okay. Ich wollte hier unten irgendwo einen Schalter drücken. Und Schild. Und ich wollte rausgucken und da ist ein Leuchtfeuer. Das ist schon mal gut. Ist das gut? Sieht aus wie der Wald. Will ich dich benutzen? Das ist eine gute Frage. Wenn wir nicht beim Gefängnis wieder spawnen, haben wir keinen so einen langen Laufweg. Und wir haben jetzt gerade schon ein paar Gegner umgebracht. Also bin ich mir nicht sicher, ob ich das will. Aber wir sollten zumindest antatschen. Einmal. So ist es nur entzündet. Wir werden nicht da jetzt respawnen. Falsche Taste. Wir werden da jetzt nicht respawnen, weil wir es nicht wirklich aktiviert haben. Also wir sind nicht dran und haben gerastet. So. Da war gleich der Schalter. Ich gucke mal kurz hier hinten rum, ob hier noch irgendwas ist. Schaut nicht so aus. Dann hier mit den Schalter drücken, wenn da wirklich einer ist. Und da ist keiner. Ich bin davon ausgegangen, dass hier ein Schalter dran ist, verdammt. Und nicht nur Pfeile drin stecken. Okay. Gehen wir auf die andere Seite von dem Ding. Gucken, ob hier ein Schalter ist. Hier wäre eine schöne Stelle zum Beispiel. Aber, nö, ist nicht. Ja, deswegen ist es gut, dass wir nicht im Leuchtfeuer gerastet haben, weil so sind jetzt schon ein Großteil des Geldes tot. Wir können uns hier ein bisschen freier bewegen. Gib mir einen Schalter. Du bist kein Schalter. Ha. Also müssen wir auf die andere, nicht gespiegelte Hälfte von dem Ding da irgendwas machen und dann... Okay, da unten ist definitiv nichts. Ja, du kannst die ganze Zeit beschießen, weil wir hier nicht rankommen. Okay, wir töten einfach alles, was wir an Skeletten sehen und da, wo noch Skelette sind, geht's weiter. Das klingt nach einem Plan. Mal unterwegs gucke ich nach Schaltern. Da ist aber noch so ein Zahnrad. Eins, zwei, drei, vier. Heilung. Wo ist der Bogenschütze? Da ist der Bogenschütze. Wechseln, Schild hoch. Da geht's nicht weiter. Also, entweder runter oder andere Seite. Da scheint nichts zu sein. Hau. Ja, komm, geh weg. Machen wir dich erstmal kaputt. So. Also, wir checken jetzt die andere Seite von dem nicht gespiegelten Kathedralending. Und hier ist die Kiste, die wir schon mal aufgemacht haben. Also entweder ist mir der Schalter nicht aufgefallen oder war vorher gar nicht da. Oder es gibt gar keinen, ich übersehe irgendwas Offensichtliches im gespiegelten Raum.
hier ein Schalter? Nö. Okay. Dann runter und unten die Fläche einmal komplett analysieren und gucken, ob wir von hier aus überhaupt ganz zurücklaufen können. Also bis Anno Londo Start, wo die Feuerhüterin ist. Einfach nur, um zu gucken, ob wir wirklich in einem Gebiet sind, wo wir, ne, frei uns bewegen können oder ob wir jetzt immer noch irgendwie gefangen sind vom Schuppenlosen. Kaputt. Hier. Hier war eigentlich der Fahrstuhl, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist der Priester. Hallo Priester. Ist mir egal, ob du reden wolltest, jetzt bist du tot. Und er wollte nicht reden, er hat mich aber noch nicht gesehen. Weil ich das Feld ja gerade von hinten aufräume. Was wahrscheinlich total sinnlos ist, weil ich nur irgendeinen Schalter drüben hätte drücken müssen. Aber na gut, da hinten lebt noch ein Bogenschützenskelett, das ist mir egal. Ich räume hier auf und ja. Sieht genau aus wie der Weg, den wir genommen haben, um hier zu kommen. Sogar samt Golem, der... Oh, warte. Oh, wenn wir schon mit Paralleldimensionen arbeiten und so weiter. Und meine Theorie stimmt, dann hat er die zweite Hälfte von dem Amulett. Mwahaha. Achso, du musst jetzt mal sterben. So. Heilung. Gucken wir mal, ob der Verschwörungstheoretugon da recht hat. Nö. Ich laufe einfach nur das ganze Gebiet einmal rückwärts und habe keine Ahnung, was ich tue. Okay, dann bin ich paranoide Wahnvorstellungen. Ich werde jetzt nicht den Fahrstuhl nach unten nehmen. Aber was machen wir jetzt? Das Problem bleibt bestehen. Wir haben keinen Weg weiter. Wir können hier die Treppen hochgehen. Links war nichts. Rechts kommen wir nur zu der einen Sackgasse da. Zu dem Loot hier, der nicht mehr da ist. Genau hier. Oder ging es hier weiter? Nö. Hier können wir hin. Und wenn wir da weitergehen, kommen wir zu den Paralleldingen. Dass wir auch schon einmal komplett abgegangen sind. Ja, da schießt du immer noch. Ich guck mal. Oh. Warum lebst du noch? Das ist ein gutes Zeichen. Wenn der noch lebt, heißt das, hier haben wir irgendwas übersehen. Oh, wir haben die oberste Etage. Oh, hier geht es noch viel weiter. Okay, okay, sehr schön. Das heißt, ich habe einmal komplett unnötigerweise die gesamte untere Etage aufgeräumt. Bis komplett Eingang des Gebietes. Dann hätte ich hier oben einfach weiterlaufen können. Sehr schön. Ja, jo. Hier waren wir definitiv noch nicht. Und dich können wir drehen. Sehr stylisch. Okay. Ist hier was? Nein. Ah, da ist ein Bogenschütze. Ist da eine Kiste? Au. Yeah. Ich soll ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Ich habe noch 4 Flaschen. Da drüben, ist ein Bogenschütze. Ich gucke gerade, ob es sich lohnt, drüber zu gehen. Aber sieht nicht so aus. Okay. Hier links ist eine Nische. Da gucke ich kurz rein. Ist aber auch nichts. Okay. Hallo. Und ein Trank. Dann sind wir voll. Okay, wir sind einfach nur höher jetzt. Irgendwas ist gerade runtergefallen. Ich hoffe, das war so ein doofer Teleportpriester. Wir sind jetzt eine Etage über der Brücke, die ich zuerst gesehen hatte und die ich nicht umdrehen konnte. Genau die da. Also wir können jetzt von oben einfach auf die Brücke raufspringen.
und die dann... Erstmal können wir auf unserer anderen Seite ums umgucken und danach bringt sie uns was. Oh, da ist eine Nebelwand. Okay, das erklärt alles. Okay, das heißt, wir gucken uns hier um und dann kämpfen wir mit 3 Tränken gegen einen Boss und danach müssen wir das Ganze nochmal machen. Yay! Zauberschild stark. Wir sind leider kein Zauberer. Andere Seite vielleicht irgendwas für Krieger. Oder ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer wäre echt nett. Nee, nix. So, wie kriegen wir es jetzt aber hin, dass wir nach unserem Tod schnell wieder hierher laufen können? Wir müssen das Ding... Wir müssen das Ding einmal drehen. Dann können wir das nächste Mal von der Seite aus schneller nach da. Dann müssen wir nur irgendeinen Weg finden, von der Etage da oben da runter zu springen zum Licht. Und ich guck mal ganz kurz hier, ob hier nicht ein Leuchtfeuer war. Hier ist was vollkommen anderes. Rutsch. Zum Geier sind wir hier gelandet. Komischer Schalter, den man... oh, Abkürzung. Abkürzungen sind immer gut. Das heißt, wir können... Sehr schön. Wir können jetzt hier das Leuchtfeuer aktivieren. Also richtig aktivieren. Wir brauchen vorher noch Menschlichkeit. Ja, komm. Ritter. Menschlichkeit war unten. Wir hätten gerne Menschlichkeit benutzen. Wir hätten gerne nochmal Menschlichkeit benutzen. So. Gut, dann pimpen wir das Leuchtfeuer hier auf. Nur auf plus 15. Gehen dann durch die Fake-Wand. Gucken uns da weiter um. Und gucken dann, nachdem wir uns unten überall umgeguckt haben, oben bei der Nebelwand um. Dafür müssen wir den Turm noch einmal drehen, aber das ist ja nicht schlimm. Also entfachen. Einmal. Gut. Entfachen. Zweimal. Gott. Jetzt noch die Seelen ausgeben, damit wir sie nicht oben irgendwo verlieren. Aufsteigen. Wir hätten gerne... Kondition haben wir jetzt schon recht häufig gesteigert. Wir können jetzt auch das Schlangenschwert einhändig benutzen mit Schild und allem. Das heißt, ich bin eher wieder für Stärke. Mehr Umf und so. Gut. Also, wie gesagt, nächste Folge durch den Geheimgang gehen, unten umgucken, was da alles ist und dann oben bei der Nebelwand gucken, ob wir irgendwie zum Schuppenlosen zurückkommen. Und diesmal auch eine Chance haben, ihn zu bekämpfen. Also bis gleich.